Ein anderer Punkt, den ich glaube ich, der schon wichtig ist, nochmal gesamt zu sehen ist, und das ist schon eher bedrückend, ist, dass das Bildungsniveau in Deutschland insgesamt, jetzt mal über alle Bundesländer hinweg, sich in den vergangenen Jahren wirklich nachhaltig verschlechtert hat. Also wenn man sich diese Studien anschaut, wird es einem teilweise wirklich ganz kalt. Insbesondere hat sich auch die Abhängigkeit von Bildungserfolg und sozialer Herkunft nochmal vertieft. Auch das ist ja weiterhin etwas, was wir lange wissen und wo man manchmal das Gefühl hat, um Gottes Willen, wo führt da die Reise eigentlich hin? Es gibt immer mehr Schülerinnen und Schüler, die die Schule mit unzureichenden Fachkenntnissen verlassen, die auch Mängel in ihrer sozialen und persönlichen Entwicklung haben. Gleichzeitig kämpfen wir gegen den Fachkräftemangel in unserem Land und haben im Grunde einen Qualitätsverlust, der in der Ausbildung stattfindet oder sich dort nochmal verschärft oder das ganze Problem nochmal weiter verschärft und im Grunde am Ende zum Standortnachteil für die Bundesrepublik Deutschland wird, wenn wir uns im internationalen Kontext wieder bewegen. Gysi gegen Gutenberg.